Blenden wir zurück in das Jahr 1850. Auf Basis der provisorischen Gemeindeordnung wird die innere Stadt mit den 34 Vorstädten innerhalb des Linienwalds als Gemeinde Wien konstituiert. Aus formalen Gründen und aufgrund diverser Einsprüche kommt es aber erst im Juni 1861 zur Aktivierung der bereits 1851 gewählten Bezirksvertretungen. Im selben Jahr kommt es auch zur Teilung des ursprünglichen 4. Gemeindebezirks Wieden in die Bezirke 4 Wieden und 5 Margareten. Hat es bereits 1850 Stimmen gegeben, auch Vororte außerhalb des Linienwalds einzugemeinden? Zu nennen ist hier der Verwaltungsbeamte Franz Seraphicus Stadion, Graf von Warthausen und Tannhausen, dauert es bis zur Eingemeindung der Vororte aber noch bis zum Jahre 1888. 1888 geruht Kaiser Franz Josef I. im Rahmen der Eröffnung des Türkenschanzparks darauf hinzuweisen, dass die Vereinigung der Vororte mit Wien wohl in naher Zukunft erfolgen werde. Nach diesem allerhöchsten Fingerzeig geht es rasch. Am 20. Dezember 1890 fasst der Wiener Gemeinderat und der Bürgermeister Johann Brix einen diesbezüglichen Beschluss, der mit 1. Jänner 1892 in Kraft tritt. Die eingemeindeten Vororte werden in die Bezirke 11 bis 19 zusammengefasst, wobei auf die alten Gemeindegrenzen weitgehend Rücksicht genommen wird. Im Zuge dieser Eingemeindung werden unter anderem auch die drei Vorortgemeinden Hernals, Dornbach und Neuwaldeck zusammen als 17. Wiener Gemeindebezirk Hernals eingemeindet. Über die Geschichte Wiens von seinen Ursprüngen, über die diversen Stadterweiterungen bis zum Beginn des vorigen Jahrhunderts erzähle ich ausführlich in dem Video vom Werden einer Stadt historisches Wien. Aber zurück zu den eingemeindeten Vororten Hernals, Dornbach und Neuwaldeck. Der Bezirksteil Hernals liegt östlich von Dornbach im Osten des Gemeindebezirks. Im Norden grenzt Hernals an die Bezirksteile Gersthof und Währing im 18. Gemeindebezirk, im Osten an die jenseits des Gürtels gelegenen Gemeindebezirke Alzergrund und Josefstadt und im Süden an den Bezirksteil Otterkring im 16. Gemeindebezirk. Erstmals erwähnt wird der Alsbach im Traditionsbuch des Stiftes St. Peter in Salzburg im Jahre 1044. Graf Sieghard IV., Graf des Salzburger und Chiemburgaues, schenkt dem Stift St. Peter in Salzburg zwei Edelhuben, zwei behauste Hofstätten an der Alz. Möglicherweise leitet sich das Wort Alz vom keltischen Wort Alt für Bach ab. Diese zwei Grundstücke sind der Ursprung der Siedlungen Hernals und Dornbach. Namensgeber des Gebietes sind das Rittergeschlecht, die Herren an der Alz. Deren ältesten Vertreter die 1135 urkundlich erwähnten Brüder, die Poldus und Nendingus sind. Zwischen dem Elterleinplatz und dem heutigen St. Bartholomäusplatz befindet sich der ehemalige Hof zu Hernals in etwa im Bereich der heutigen Kalvarienbergkirche. Ein Pfarrer wird erstmals 1252 und ein Bartholomäusaltar 1301 genannt. Aus einigen Gutshöfen der Adeligen und den Hütten der leibeigenen Bauern wird allmählich ein kleines Dorf. Der Kern dieser Siedlung befindet sich auf einem schmalen Streifen zwischen der Alz und der Dorfstraße, heute der Bereich Elterleinplatz bis Veronikagasse. 1395 belehnt Herzog Albrecht IV. Die Adelsfamilie der Rockendorfer mit der Herrschaft von Hernals. Anfang des 16. Jahrhunderts wechselt Hernals erneut den Besitz. 1515 erwirbt Hans Geier von Osterburg mit Bewilligung Kaiser Maximilians I. Hernals als Lehen. Die erste Wiener Türkenbelagerung trifft den Ort Hernals schwer. Am 27. September 1529 werden Dorf und Kirche ein Raub der Flammen, die umliegenden Weingärten werden von den Türken vernichtet. Nach den Türkenübergriffen und nachdem Kaiser Maximilian I. das Ansuchen ablehnt, der Familie Geier das Lehen nach der Zerstörung als freies Eigen zu überlassen,
wenden sich die Familie Geier und der ansässige Pfarrer dem neuen Glauben, dem Protestantismus, zu. Die Menschen strömen auch aus Wien zu den Gottesdiensten nach Hernals. Zeitweise versammeln sich bis zu 10.000 Gläubige. 1577 sperrt Kaiser Rudolf II. Die Hernalser Kirche. 1587 geht die Herrschaft Hernals ohne lehensherrliche Zustimmung durch Verkauf an die Familie Jörger zu Tollet und Köppach. Auch die Familie der Jörger fördert den Protestantismus intensiv. Die Jörger führen 1609 abermals den evangelischen Gottesdienst in Hernals ein. Die Glaubensfreiheit hat aber nur kurz Bestand. Nachdem Kaiser Matthias der Familie Jörger 1618 noch nachträglich das Lehen Hernals überträgt, setzt nach dem Sieg Kaiser Ferdinands II. Bei der Schlacht am Meißenberg 1620 die Rekatholisierung Niederösterreichs ein. Da Helmhard Jörger, Freiherr von Tollet, den Huldigungseid auf den Kaiser verweigert, wird er verhaftet und 1622 zum Tode verurteilt. Seine Besitzungen werden dem Domkapitel von St. Peter übergeben. Jörger wird 1625 begnadigt und des Landes verwiesen. Mit dem Ende der reformatorisch gesinnten Lehensherren setzt mit vollem Elan die Gegenreformation ein. Auch im Zuge der zweiten Wiener Türkenbelagerung 1683 leidet der Ort. In der Folge verliert der Weinbau gegenüber den Ackerbauern Bedeutung. Im 18. Jahrhundert ändert sich der Charakter des Ortes hin zu einem Gartendorf mit Wein- und Lustgärten. Hernals wird so um 1800 zu einem beliebten sommerfrischen Ort der Wiener Bürgerlichen, die allmählich die Adeligen verdrängen. Hernals wird aber auch für die Wasserversorgung von Wien wichtig. Bereits 1565 wird der Stadt Wien gestattet, eine Wasserleitung in Holzrohren durch Hernals bis zum Stadtwald zu legen. 1732 wird wegen des steigenden Wasserbedarfs auch die Hauptquelle der Alz in die Leitung einbezogen. Zum Thema der Wiener Wasserversorgung von den Anfängen bis zum Bau der ersten Wiener Hochwellenwasserleitung und zur Geschichte der ersten und zweiten Hochwellenwasserleitung gibt es für Interessierte die zwei Videos Wiener Wasser von den Anfängen bis 1870 und Wiener Wasser erste und zweite Hochwellenwasserleitung. 1830 wird die Alz innerhalb des Lienenwalls eingewölbt, ab 1877 auch in Hernals verbaut. Die beginnende Industrialisierung verändert die ehemals kleine Ortschaft radikal. Bereits zur Wende vom 18. auf das 19. Jahrhundert siedeln sich in Hernals erste größere Gewerbebetriebe an. Bis zum Jahr 1883 explodiert die Zahl der Hernalser. Hernals ist zu dieser Zeit die drittgrößte Gemeinde Österreichs in den heutigen Grenzen nach Wien und Graz. »1865 wird Hernals durch eine Pferdetramwei mit Wien verbunden. Ein Jahr später erfolgt die Verlängerung nach Dornbach. 1883 erhält Hernals unter Bürgermeister Franz Helbing als erste Wiener Vorortgemeinde ein eigenes Rathaus, das heute als magistratisches Bezirksamt am Elterleinplatz 14 beherbt. Die Geschichte von Hernals beginnt aber nicht erst mit der ersten urkundlichen Erwähnung der Alz 1044 bzw. des Rittergeschlechts der Herren an der Alz 1135. Die Römersteine aus Hernals sind Zeugnis eines römischen Friedhofs. Dabei handelt es sich um 4 Sarkophage aus dem 5. und 6. Jahrhundert. Die Kalvarienbergkirche am St. Bartholomäusplatz wird von den Pauliner Mönchen errichtet und 1769 eingeweiht. In den Jahren 1892, 1894 wird die Kirche umgebaut und vergrößert. Von der ursprünglichen Kirche bleibt nur der vordere barocke Teil erhalten. Liegt der ursprüngliche Hernalser Friedhof bei der Pfarrkirche am Bartholomäusplatz, wird der Friedhof durch ein 1784 erlassenes Dekret von Josef II. Am Ortsende angesiedelt im Bereich des heutigen Lorenz-Bayer-Platzes. Als sich der dortige Platz als zu klein herausstellt, wird der Friedhof 1872 geschlossen
und das Areal als Parkanlage verwendet. Zwischen 1870 und 1872 wird der Friedhof am Alsrücken neu angelegt. Bedeutend sind die neugotische Kapelle und die in drei Zeilen verlaufenden Arkadengrüfte. Wie wir bereits im Zusammenhang mit dem Vorort Hernals erfahren haben, hat Sieghard IV., Graf des Salzburger und Chiemburggaues, dem Stift St. Peter in Salzburg, zwei Edelhuben an der Alz geschenkt. Diese beiden Edelhuben werden als ursprüngliche Siedlungen von Dornbach und dem benachbarten Hernals angenommen und erstmals 1044 genannt. Der Name Dornbach wird jedoch erst um 1115 als Doringinbach erwähnt. Das Wappen Dornbachs entspricht dem Wappen des Stiftes St. Peter. Die kleine Ansiedlung am Fuße des Wienerwaldes heißt von 1150 an Dornbach bzw. Dornpach. Der Name Dornbach findet sich erstmals 1206 in einer Urkunde. 1138 ist bereits eine Kapelle nachweisbar. 1139 weiht der Passauer Bischof Regenbert eine neue Kirche ein, die im 13. Jahrhundert zur Pfarre erhoben wird. Um das geistliche Anwesen entwickelt sich ein Grabenangerdorf im Alstal zwischen Heu und Schafberg. Dornbach hat zuerst unter den Einfällen des Ungarkönigs Matthias Corvinus und in weiterer zerstörerischer Folge der Türkenkriege 1529 und 1683 zu leiden. Der Dorfkern nach dem Wiederaufbau liegt zwischen dem heutigen Robertusplatz und der Knollgasse. Mittelpunkt der Siedlung ist der Stiftshof zu Dornbach. Die Dornbacher Bevölkerung lebt lange Zeit vom Weinbau. In der Biedermeierzeit ab 1815 werden Dornbach und Neuwaldeck zu einem beliebten Ausflugsziel für die Wiener. Werden erst Sommerwohnungen an betuchte Wiener vermietet, errichten in der Folge bald adelige und reiche Bürger Villen und Sommerhäuser in Dornbach. Ab 1825 sorgt der Dornbacher Fuhrwerksunternehmer Paul Konratz mit Seiselwagen und später mit bequemen Stellwagen für die Verkehrsverbindung und richtet einen Linienverkehr für die Sommergäste ein. Am 4. Oktober 1865 wird die erste Pferdetramwaylinie von Wien nach Hernals eröffnet, die 1866 nach Dornbach verlängert wird. Die Tramwaygeschichte Wiens von den Anfängen an ist in dem Video Die Wiener BIM von 1840 bis 1938 chronologisch zusammengefasst. Unsere Geschichte. Die Dornbacher Pfarrkirche blickt heute auf eine über 850 Jahre alte Geschichte zurück. 1139 wird eine erste Kirche am heutigen Robertusplatz eingeweiht. Mehrmals durch Brände und die beiden Türkenkriege zerstört, wird sie immer wieder neu aufgebaut. 1755-56 wird die Pfarrkirche Dornbach im barocken Stil erweitert, umgestaltet und 1779 renoviert. Josef Haydn lebt im Sommer 1802 und im Sommer 1803 im Dornbacher Pfarrhaus. Der Pfarrhof wird 1829 auf den Grundmauern des alten Pfarrhauses neu erbaut. 1931-32 gestaltet der Architekt Clemens Holzmeister einen Erweiterungsbau auf dem Gelände des ehemaligen Dornbacher Friedhofs, wobei er die Hauptachse der Kirche um 90 Grad dreht. Der barocke und der neue Bauteil werden durch drei Mauerdurchbrüche miteinander verbunden. 1951 wird die Zwischenwand gänzlich entfernt und der Kirchenraum vereinheitlicht. 1957 plant der Architekt Georg Lippert einen neuen Haupteingang und einen Arkadengang, die die alte Sakristei mit einbeziehen. Ursprünglich werden die Verstorbenen der Pfarre Dornbach auf einem ummauerten Grundstück neben der Pfarrkirche Dornbach bestattet. Aufgrund eines Erlasses Josef II. 1784 sind die Friedhöfe an das Ortsende umzusiedeln und der Friedhof wird in den Flur Untere Wieden, heute im Bereich Braungasse, Oberwiedenstraße transferiert. Trotz einer Erweiterung im Jahre 1871 wird der dortige Platz zu klein und der Friedhof wird 1883 geschlossen und neuerlich verlegt in die Nachbarschaft zum Hernalser Friedhof.
Nach der Pestepidemie 1713 wird an der Stelle der heutigen St. Anna-Kapelle eine hölzerne Votivkapelle errichtet, die der heiligen Anna, einer Pestheiligen, gewidmet ist. Bereits 1717 ersetzt der damalige Schlossherr von Neuwaldeck, Johann Karl Bartolotti, Freiherr von Patenfeld, an den in Wien auch das Palais Bartolotti Patenfeld erinnert, der Kapelle aus Holz durch einen Steinbau. 1773 vergrößert Franz Moritz Graf Flossy die Kirche durch einen Musikchor und einen Glockenturm. 1884 wird der Turm erhöht. Wegen Baufälligkeit wird die Kapelle 1905 geschlossen und 1906 abgetragen, beziehungsweise beim Bau der Straßenbahnschleife ein Hindernis ist. In den Jahren 1908 bis 1910 wird die St. Anna-Kapelle nach Plänen des Architekten Johann Steinmetz in Neobarock wiedererrichtet. Im Bereich der heutigen Dornbacher Straße 88 steht bereits 1660 ein Einkehrgasthaus. 1883 erwirbt Julius Schuster, Güterdirektor der Rothschilds, das Gebäude. In den Jahren 1883-84 errichtet das Bauunternehmen und Architekturbüro Brüder Heinrich und Franz Glaser nach Entwürfen von Dominik Avanzo und Paul Lange im Stil altdeutscher Einkehrgasthäuser des 17. Jahrhunderts ein beliebtes Wirtshaus zur Güldenen Waldschnepfe. Kronprinz Rudolf war hier ein oftmaliger und gern gesehener Gast. Ist das Gasthaus seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs geschlossen? Es erinnert noch immer der schmiedeeiserne Kranz mit einer goldenen Waldschnepfe an die frühere Funktion des Hauses. Ein kurzer Hinweis noch für Sportsfreunde. Wir schreiben das Jahr 1958. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg zählt ein gewisser Max Merkel zu den Stützen der Mannschaft. 1958 wird der Wiener Sportclub erstmals sozusagen echter österreichischer Meister. Und am 1. Oktober empfängt der Sportclub im Prater Stadion die italienische Meistermannschaft Juventus Turin zum Europacup-Rückspiel. In Turin hatten die Dornbacher 1:3 verloren. Aber in Wien gelingt dem Sportclub der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Juventus wird 7:0 geschlagen. Und Pepi Hanau, der schlagsige Stürmer mit der Nummer 10, erlebt eine Sternstunde. Er erzielt 4 Tore. Der berühmte Sturm mit Horak, Knoll, Hof, Hammer und Skirlan ist an diesem Tag einfach nicht zu halten. Das 7:0 wird nicht nur in der heimischen Presse als Sensation betrachtet. Der Sportclub erreicht schließlich das Europacup-Viertelfinale, scheitert aber dann an Real Madrid. Neuwaldeck liegt nordwestlich von Dornbach, grenzt im Wienerwald an Niederösterreich. Bereits 1309 wird ein Schloss Waldeck erwähnt, der Name Neuwaldeck lässt sich aber erst 1535 nachweisen. Im Südwesten grenzt Neuwaldeck an den Heuberg und im Schottenwald an Hadersdorf-Weidlingnau im Gemeindebezirk Penzing. Im Nordosten beim Dreimarktstein an Salmansdorf im Gemeindebezirk Döbling und im Osten am Schafberg und Michaelerberg an Neustift am Walde und Pötzleinsdorf im Gemeindebezirk Währing. Neuwaldeck ist früher ein Teil von Dornbach. Anfang des 16. Jahrhunderts kauft der niederösterreichische Reitkamerad Stefan Agier die auf einer Anhöhe gelegene Hof- und Teuchtstadt mit angrenzendem öden Gartengrund, das neben Oberdornbach auch Obereigen oder Oberes Gut genannt wird. 1530 wird Stefan Agier die Besiedlung des Grundes erlaubt. Agier nennt den Besitz Neuwaldecker Hof. 1536 schenkt Ferdinand I. Stefan Agier einen an den Besitz angrenzenden Wald. 1537 erhebt Ferdinand I. den Hof, um den sich inzwischen eine Ansiedlung gebildet hat, zum Freihof und verleiht Agier 1539 den Adel mit dem Prädikat Edler zu Paumgarten und Neuwaldeck sowie die Gerichtsbarkeit innerhalb seines Burgfriedens. 1591 wird die nunmehrige Herrschaft, die bis dahin Stefan Agiers Sohn Simon besitzt, verkauft. In der Folge wechselt dann in rascher Reihenfolge der Besitz. Nach der zweiten Türkenbelagerung erholt sich der Ort nur sehr langsam. In den Jahren 1692 bis 1697 lässt Margarete Gräfin Stratmann
nach einem Entwurf von Johann Bernhard Fischer von Erlach anstelle des durch die Türken 1683 zerstörten, 1537 erbauten Renaissance-Schlosses ein Barockschloss errichten, allerdings nicht am Platz des früheren Hofes, sondern am heutigen Platz. 1708 kommt die Herrschaft an den Kriegszahlmeister Johann Karl Bartolotti, Freiherr von Patenfeld, der das neu errichtete Schloss umbauen lässt. Am 14. September 1765 erwirbt Feldmarschall Franz Moritz Graf Lancy, ein Freund Josephs II., die Herrschaft und baut das Schloss ebenfalls um. Graf Lancy vergrößert den Besitz und lässt einen englischen Landschaftsgarten anlegen, an dessen höchsten Punkt er 17 Schilfrohrhütten errichten lässt. Die prächtig ausgestatteten Hütten, in denen allerlei Lustbarkeiten stattfinden, werden mit gedeckten Gängen verbunden und erfolgen Hameau-Dörrchen genannt. Graf Lancy lässt 1794 im Park für sich ein Mausoleum erbauen, in dem er 1801 beigesetzt wird. Sein Besitz geht auf die Familie Schwarzenberg über, die jedoch nach und nach die Kunstschätze aus Neuwaldeck auf ihre Güter in Böhmisch-Grumau überführen lässt. Der ehemalige Neuwaldecker Park bekommt durch den Besitzwechsel den Namen Schwarzenbergpark. Dank der sich allmählich verbessernden Verbindung zur Stadt im 19. Jahrhundert entwickelt sich die Ortsgemeinde Neuwaldeck zu einem vornehmen Villenort. Abschließend für selbstbestimmte und eigenständig denkende Personen noch ein Schritt von der Vergangenheit ins Jetzt, Hier und Heute. Es kommen drei alte deutsche, weise, ehemals politisch aktive Männer zu Wort. Willy Wimmer, CDU, mehr als drei Jahrzehnte von 1976 bis 2009 Mitglied des Bundestages, von 1985 bis 1988 verteidigungspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, von 1988 bis 1992 parlamentarischer Staatssekretär und von 1994 bis 2000 Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung der OSZE. Albrecht Müller, SPD, ehemaliger Planungschef im Bundeskanzleramt unter Willy Brandt und Helmut Schmid, von 1987 bis 1994 Mitglied des Deutschen Bundestages. Egon Bahr, 1972 bis 1944 Bundesminister für besondere Aufgaben und in den Jahren 1974 bis 1976 Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Egon Bahr war einer der Vordenker und Mitgestalter der unter Willy Brandt eingeleiteten Entspannungs- und Friedenspolitik in Europa. Teil 1. Willy Wimmer im Gespräch mit Albrecht Müller bezüglich der weiter zurückliegenden Ursachen des Krieges in der Ukraine und dem Zerwürfnis zwischen dem Westen und Russland. Zu sehen und hören auf YouTube. Teil 2. Brief vom CDU-Politiker Willy Wimmer vom 2. Mai 2000 an den damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder, SPD. Willy Wimmer hat im Jahr 2000 an einer vom State Department der USA und dem amerikanischen Enterprise Institute getragenen Konferenz in Bratislava teilgenommen und dem damaligen Bundeskanzler Schröder in einem Brief davon berichtet. Wer sich die Mühe macht, diesen Brief zu lesen, kann das heutige Geschehen nachvollziehen. Ob er sich damit aber abfindet, ist ein anderes Kapitel. Willy Wimmers zusammenfassende Schlussfolgerung: Die amerikanische Seite scheint im globalen Kontext und zur Durchsetzung ihrer Ziele bewusst und gewollt die als Ergebnis von zwei Kriegen im letzten Jahrhundert entwickelte internationale Rechtsordnung aushebeln zu wollen. Macht soll Recht vorgehen. Wo internationales Recht im Wege steht, wird es beseitigt. Als eine ähnliche Entwicklung den Völkerbund betraf, war der Zweite Weltkrieg nicht mehr fern. Ein Denken, das die eigenen Interessen so absolut sieht, kann nur totalitär genannt werden. Statement von Egon Bahr vom 3. Dezember 2013. In der internationalen Politik geht es nicht um Demokratie und Menschenrechte. Es geht um Interessen von Staaten. Merken Sie sich das? Egal, was man ihnen im Geschichtsunterricht erzählt.